Hallihallo. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Jennifer De Candido. Und diese göttliche Reinigungsdusche kann dir helfen, wenn du dich nicht ganz so wohl fühlst, wenn du Gedanken, Emotionen, Anhaftungen hast, dich vernebelt fühlst, unklar, nicht ganz in deiner Energie und Kraft bist. Also wird sie dir helfen, dich neu auszurichten und dich aufzuladen, deine Chakren reinigen, aufladen, dein Aurafeld reinigen, stärken, nähren. Und heute möchte ich, dass du dich hinstellst für diese Meditation. Also such dir einen Platz, wo du Raum hast. Raum, um dich auszudehnen. Raum, um dich zu entfalten. Such dir einen wirklich schönen Platz aus. Und dann beginnen wir diese Meditation mit einer kraftvollen Atmung, die du jetzt nimmst. Diesen Atemzug einsaugst in deinen Bauchraum und spür dabei richtig, wie dieser Atem dein Bauchraum ausdehnt, deine Brust erweitert, ausdehnt. Und atme dann langsam wieder aus. Durch den Mund ausatmen, langsam und bewusst. Dann nimm nochmal einen tiefen Atemzug. Spüre, wie deine Füße, deine Fußsohlen auf dem Boden, diesen Boden berühren, auf dem Boden ihren Halt bekommen, getragen werden. Und zieh noch einmal diesen frischen Sauerstoff in dich hinein. Stell dir das vor, wie du diesen Sauerstoff aus dem Kern dieser Erde, aus unserer wunderschönen Mutter Erde in dich hineinsaugst. Und mit jedem Einatmen und langsam wieder Ausatmen über den Mund alles loslässt, hier und jetzt, was du loslassen kannst. Alle Verwirrungen, alle Gefühlszustände, alle Verknotungen. Und nimm noch einmal einen kräftigen Atemzug über deine Nase in dich hinein. Wieder diesen Atemzug aus Mutter Erde in dich hineinsaugen. Diese nährenden, erdenden Frequenzen. Stell dir richtig vor, wie du diese Frequenzen mit diesem Atemzug in dich hineinsaugst. Und während du diesen Atem ausdehnst, nochmal alles loslässt beim Ausatmen, langsam und bewusst, dass du hier und jetzt loslassen kannst. Alle Begrenzungen, alle Glaubenssätze, alle Alltagsgedanken und Sorgen, alle Zweifel, einfach loslassen. Es abschütteln. Und vielleicht möchtest du deine Hände schütteln. Wirklich abschütteln, was wir nicht mehr brauchen für diese Meditation.
dich einstellen auf diese Reinigung. Und während du in deinem Raum so dastehst, deine Hände, deine Arme ausschüttelst, diesen standhaften, ja, diese Haltung von Standhaftigkeit, Erhabenheit spürst, diese ausdrückst, schau um dich herum, bemerke dich in deinem Raum. Wo du dich in deinem Raum befindest, also wo in deinem Raum hast du dich hin platziert? Bemerke einfach, wo du dich befindest in deinem Raum, wie du dich damit fühlst, und dann schließe die Augen, spüre deinen Körper. Deine Fußsohlen, deine Hände, deine Arme, dein Brustbereich, dein hinteren Rücken, von oben nach unten. Werde präsent im Hier und Jetzt. Also bist du präsent im Hier und Jetzt. Spüre deinen Bauch. Deine Schultern, dein Nacken, dein Kopfbereich, die Augenlider, die sich geschlossen halten, deine Knie, deine Fersen. Spüre, wie du präsent bist, genau in diesem Moment. In diesem Jetzt-Moment. Und ich führe dich durch diese Frequenzheilung in Form einer Meditation. Also stell dir einmal vor, wie du auf einer wunderschönen, grün, saftigen Blumenwiese stehst, wie sich dein Raum hier und jetzt in diese Vorstellung erweitert, wie wunderschöne, frische Blumen aus dem Boden sprießen, wie sich das saftige Grün unter deinen Füßen anfühlt, wie du das vielleicht in deiner Kindheit gemacht hast, barfuß über den Rasen zu gehen, zu spüren, wie die Grashalme deine Füße umspielen und deine Zehen kitzeln, wie der kalte Tau deine Füße geküsst hat. Und wie du so auf dieser wunderschönen, saftigen Grünwiese stehst, konzentriere dich jetzt auf deine Atmung. Und bei jedem Einatmen atmest du ganz bewusst mit deiner Absicht und deiner Vorstellung diszipliniert. Und bewusst, selbstfürsorglich, mit jedem Atemzug diese nährenden, frischen, wohltuenden, reinigenden, transformierenden, erblühenden, stärkenden Frequenzen der Erde in dich hinein, lebendige Frequenzen. In einer Farbe, die für dich angenehm erscheint für diesen Prozess,
Also wähle eine Farbe. Eine Farbe, die dich nährt, die dir Kraft spendet, die Ungleichheiten ausbalanciert. Eine Farbe, die dich erfrischt, die rein ist und vollkommen, die dich also wieder ausrichtet auf deine innere Schönheit und Vollkommenheit, die dich in deine Präsenz drückt. Und dann atme mit dem ersten Atemzug durch deine Nase diese Farbe, diese Frequenzen aus Mutter Erde, dem inneren Kern, der alle Frequenzen enthält, die dich nähren, reinigen, stärken, hier und jetzt, in dich hinein. Als ob du auf der Erde stehen würdest, auf dieser Erdkugel, über dieser Erdkugel sich diese Wiese befindet, auf der du stehst. Und dann atme jetzt diese Frequenzen in dich hinein. Visualisiere, wie du diese Frequenzen hochziehst, durch deine Fußsohlen, durch deine Waden, durch deine Oberschenkel, durch dein Unterleib, über und durch dein Bauchraum, ebenso durch deine Brust, Arme, in den Nacken, Halsbereich, über dein Dekolleté hinaus, durch deinen Rücken, in dein Kopfbereich. Und bei jedem Ausatmen über den Mund atme langsam und bewusst aus. Frage dich, wie du das alles jetzt loslassen kannst, was dir nicht mehr dienlich ist, was nicht deinem höchsten Selbst entspricht, was du hier und jetzt loslassen kannst, und dann das Los, atme aus. Während all das beginnt abzufließen von dem, was dich belastet und bedrückt, was dich in einer Form einschränkt, dich schwächt, dir deine Kraft raubt, dich ablenkt von deinem wahren Sein. Bemerke einfach, wie es abfließt. Mit jedem Ausatmen ein wenig mehr. Dehne diesen Atem aus. Atme ihn überall, in all deine Körperzellen, mit diesen frischen, nährenden, reinigenden Frequenzen aus dem Inneren der Erde, sodass dein ganzes Feld in dieser Farbe erstrahlt. Alles, was grau, dunkel erscheint oder sich seltsam stockig anfühlt, jetzt mit dieser Farbe herausgereinigt wird, und ich unterstütze dich dabei, um dich herum, dein ganzes Feld. Und du kannst ja auch ein Tool zur Hilfe nehmen, also einen Gegenstand, der dir bei dieser Reinigung hilft, wie wenn du dich duscht mit einem Schwamm oder einem Lappen, was immer dir beliebt, einer Bürste, was immer für dich richtig ist,
Greif danach, stell es dir vor, visualisiere es. Nimm diesen heiligen Gegenstand der Reinigung in deine Hände und beginne, von innen nach außen dich zu reinigen. Mit diesen reinigenden Frequenzen. Also reinige den Raum um dich herum, über deinem Kopf, über die Schultern, hinter den Rücken, vorne durch die Brust, durch deinen Bauchraum, vorne und hinten und tiefer gehend, über deinen Gesäßraum, über deinen Schoßraum, hinten und vorne, über die Beine, Oberschenkel, Knie, Waden, alles, was grau ist oder stockig sich anfühlt. Überall, wo du das Gefühl hast, hier klebt noch etwas. Hier sind Anhaftungen, ein Gefühl von Schwere. Etwas, das dich begrenzt, das deine Sinne trübt. Dich klein macht, klein hält. Reinige es mit diesem Gegenstand aus deinem Feld heraus. Über die Füße. Lass es einfach abfließen, wie ein Strudel, der über dich hinabgleitet. Mit diesem gleißenden hellen Licht, das von oben herab über deinen Kopf fließt. Die Frequenzen richtig in dich hineinsaugen. Stell dir vor, wie alles abfließt unter deinen Füßen. Als ob du in einer Dusche stehst und dich duschst. Wie wenn du das wirklich machst, deine Haare schamponierst, deinen Körper reinigst. So reinigen wir hier und heute den feinstofflichen Körper, deine Aura, deine tieferen Schichten deines Seins und schau, wie alles abfließt in diesen Abfluss und sich einfach auflöst, diese dunkle Suppe, die du aufgesogen hast. Also drück es richtig heraus. Und wenn sich da noch Dinge befinden, die du irgendwo in einem Teil deines Körpers, deines feinstofflichen Körpers angesammelt hast, dann kipp das jetzt einfach aus, stell es dir einfach vor, wie du diese Ansammlungen jetzt einfach auskippst. Vielleicht möchtest du dich dafür ein bisschen nach vorne neigen mit deinem Körper. Einfach wie ein Weinglas die Schmutzreste herausschütten, in diesen Abfluss hinabgießen, zusehen, wie der Schmutz nach und nach verschwindet, wie auch diese Verkrustungen und Verklebungen von diesen reinigenden Frequenzen nach und nach abbröckeln, rausgeschwemmt werden. Spüre, wie dieses helle Licht deinen Körper flutet, wie wenn du unter einem Wasserfall stehst. Und konzentriere dich wieder auf deinen Atem.
Wunderbar. Dann gehen wir weiter. Während du weiterhin unter dieser Dusche stehst, nimm wieder einen bewussten Atemzug aus dem Inneren von Mutter Erde. Visualisiere diese Farbe der Reinigung, die durch diese Wiese in deine Fußsohlen kommt, durch deine Beine. Jetzt all deine Chakren öffnet, reinigt. Wir beginnen beim Wurzelchakra. Das unterste, auf Höhe deines Schambeins. Atme diese Farbe dort hinein und bemerke, wie sich dieses dein Wurzelchakra anfängt zu drehen, während du immer mehr von diesen Frequenzen dieser Farbe in dich hineinatmest. Wie das Wurzelchakra sich anfängt zu drehen. Und je schneller es sich dreht, es aufgeladen wird, gereinigt wird mit diesen Frequenzen des Lebens, wie es erblüht und all diese Verzerrungen, Blockaden, Fesseln jetzt gesprengt werden durch diesen Schwung, wie dein Wurzelchakra immer heller und heller wird, bis es richtig kraftvoll in der Farbe Rot leuchtet, wie eine Ampel, so hell, wie du es dir nur vorstellen kannst. Und ich halte dir den Raum, nimm dir deine Zeit, um das diszipliniert, gewissenhaft jetzt zu machen. Wie einfach alles aus deinem Wurzelchakra herausgeschleudert wird, was da nicht hineingehört, was es verlangsamt, blockiert, schwächt. Dann gehen wir weiter zum Sakralchakra und atme wieder einen starken Atemzug aus dem Inneren von Mutter Erde, durch deine Fußsohlen, durch deine Beine, durch dein Wurzelchakra in dein Sakralchakra, das in der Farbe Orange leuchtet. Oder zumindest leuchten sollte. Bemerke, wie es aussieht. Schule dich in deiner Wahrnehmung. Und dann ziehe auch hier diese reinigenden Frequenzen hoch. In dein Sakralchakra. Es ist ein bisschen überhalb des Schambeins. Ungefähr dort, wo der Bauchnabel sitzt. Lasse diese Frequenzen hineinschwingen, bis es anfängt, sich zu drehen wieder im Uhrzeigersinn. Kraftvoll anfängt zu schwingen, immer schneller und schneller sich dreht. Lade es auf. Mit diesen nahrhaften Frequenzen. Reinige es. Sieh zu, wie alles hinausgeschleudert wird. Alle Verklebungen, alle Anhaftungen, alle dunklen Flecken und komischen Anhaftungen, alle Begrenzungen und Blockaden jetzt gesprengt werden.
Visualisiere, wie sich dein Sexualchakra, das Sakralchakra, füllt mit dieser lebendigen Energie und diesen nährenden Frequenzen. Richtig blüht und leuchtet und immer strahlender wird in diesem Orange, größer und leuchtender erstrahlt. Ich gebe dir auch hier einen Moment, um das zu tun. Und dann gehen wir weiter zu deinem Solarplexus, dem Sonnengeflecht, das dort sitzt, wo deine Rippenbögen zusammenkommen, wo dein unteres Brustbein sich befindet, auf dieser Höhe ungefähr. Und dann konzentriere dich auf deinen Solarplexus und ziehe wieder diese reinigenden, nährenden Frequenzen in dich hinein, aus dem Kern dieser Erde. Ziehe diese Farbe hinauf durch deine Fußsohlen, durch deine Beine, durch dein Wurzelchakra, durch dein Sakralchakra, in dein Solarplexus und entrümpel auch hier alles, was dir nicht mehr dienlich ist, was dich in deiner Kraft blockiert. Also fängt dein Solarplexus an zu schwingen, wird immer heller und heller, leuchtender, in einem satteren Gelb. Visualisiere, wie dein Solarplexus anfängt zu blühen und sich auflädt mit diesen nährenden Frequenzen, wie auch hier alles herausgeschleudert wird. Alle dunklen Flecken, alle sich komisch anfühlenden Anhaftungen und Begrenzungen, wie auch hier die Ketten gesprengt werden. Bis dein Solarplexus richtig kraftvoll leuchtet in einem wunderschönen satten Gelb. Und ich gebe auch hier dir noch einen Moment, um daran zu arbeiten. Also mache es gewissenhaft mit deiner Absicht. Und gehe auch dort an die Stellen, wo du das Gefühl hast, da klebt noch etwas oder da steckt noch etwas fest, und flute es mit diesen reinigenden Farben, mit diesen Frequenzen heraus. Sieh zu, wie alles herausgeschleudert wird, was da nicht hineingehört. Und dann gehen wir weiter zu deinem Herzchakra. Das etwas weiter oben in Höhe deines Brustkorbes sitzt.
Und nimm auch hier einen bewussten, kraftvollen Atemzug mit dieser reinigenden, nährenden Frequenz in dich hinein, durch deine Fußsohlen, durch deine Beine, durch dein Wurzelchakra, durch dein Sexualchakra, durch dein Solarplexus, in dein Herzchakra. Und für manche zeigt hier die Farbe individuell. Bemerke, was deine Farbe ist für das Herzchakra. Für mich ist es die Farbe Grün. Mit einem dahinterliegenden rosa Ton. Und dann ziehe diese Frequenz der Reinigung und Nährung in dein Herzchakra. Reinige es, durchflute es, bis es wieder schwingt im Uhrzeigersinn in seiner vollen Kraft und Größe. Sieh zu, wie es nach und nach erblüht, während es gereinigt wird, mittels deiner Absicht und der Weisheit deines höheren Selbstes. Also reinige auch hier alle dunklen Anhaftungen, alle Flecken. Sprenge alle Ketten. Entferne alle Begrenzungen. Und ich gebe dir einen Moment, um dein Herzchakra zu reinigen, zu klären, aufzufüllen mit dieser Frische, mit diesen erblühenden Frequenzen. Bemerke, wie auch alles hier herausgeschleudert wird. Dein Herzchakra immer strahlender und heller wird. Richtig kraftvoll leuchtet in seiner ganzen glanzvollen Größe. Es strahlt. Und dann gehen wir weiter zum Halschakra. Nimm wieder einen tiefen Atemzug, ziehe diesen wunderschönen Lichtstrahl, diese Frequenz in dich hinein, aus dem Kern von Mutter Erde, durch deine Fußsohlen, in dein Wurzelchakra, durch dein Sakralchakra, durch deinen Solarplexus, durch dein Herzchakra, in dein Halschakra hinein. Und schaue auch hier auf dein Halschakra, bemerke, wie es ausschaut, scanne es, fällt dir etwas auf. Wie sieht dein Halschakra aus? Schule und übe dich darin, dich selber zu bemerken, wie du dich fühlst, wenn sich etwas nicht gut anfühlt, blockiert anfühlt, stockend anfühlt, damit du dir in Selbstfürsorge selber helfen kannst, dich wieder ausrichten kannst. Also schule deine innere Weisheit, deine Intuition in Verbundenheit mit deiner höheren Führung. Und
Und dann reinige dein Halschakra mit diesen Frequenzen, auch hier. Bis dein Halschakra sich anfängt, im Uhrzeigersinn zu drehen und wir streben die Farbe Blau an. Für manche ein dunkles Blau, für mich ein helles Blau. Und springe auch hier alle Begrenzungen, alle Ketten und Fesseln, Blockaden der Wahrheit, der Reinheit. Flute alle dunklen Stellen heraus, alle Anhaftungen. Bemerke, wie sie einfach herausgeschleudert werden, je stärker sich dieses Halschakra dreht wie ein Windrad, das Zugluft bekommt von diesen Frequenzen, die du in dich hineinsaugst, aus dem Kern der Erde. Und sieh zu, wie dein Halschakra heller und heller leuchtet und strahlt, wie es immer größer wird und strahlender, bis es wie ein Diamant leuchtet. Und ich gebe dir auch hier einen Moment, sehr schön. Und dann gehen wir weiter zum dritten Auge und wir nehmen auch die Zirbeldrüse mit hinein. Das dritte Auge in einem wunderschönen Violett, Lila strahlen sollte, wenn es in seiner Kraft ist. Also zieh auch hier kraftvoll diese Frequenzen aus dem Inneren von Mutter Erde. Jetzt durch deine Fußsohlen, durch dein Wurzelchakra, durch dein Sakralchakra, durch dein Solarplexus, durch dein Herzchakra, durch dein Halschakra, in dein drittes Auge, in deine Zirbeldrüse und dessen Anhänge. Und durchflute es mit diesem reinigenden, transformativen Licht. Nähre diesen Bereich, besonders deine Zirbeldrüse. Und die links und rechts und dahinterliegenden Areale. Bemerke auch hier, wie dein drittes Auge sich anfängt zu drehen. Wieder wie ein Windrad, das jetzt Auftrieb bekommt, das immer schneller schwingt, diese reinigen, nährenden Frequenzen hineinfluten und alle Begrenzungen, Anhaftungen und Blockaden jetzt durchbrechen, herausreinigen und sprengen. Dein drittes Auge heller und heller leuchtet, immer größer und strahlender wird. Du bemerkst, wie alle dunklen Flecke, alle Begrenzungen jetzt herausgeschleudert werden. Wie auch deine Zirbeldrüse mit diesen wunderschönen Frequenzen jetzt gereinigt wird.
Also machen wir diese Ausrichtung hier und jetzt. Und ich gebe dir einen Moment, um an diesem Bereich zu arbeiten, dein drittes Auge, deine Zirbeldrüse und alles, was damit in Verbindung steht, das diesen Bereich ummantelt, diesen jetzt nähren, stärken, diesen Bereich richtig erblühen lassen. Sehr schön. Und dann gehen wir weiter zu der Krönung, nämlich zu deinem Kronchakra, das golden und lichtvoll leuchtet, wenn es in seiner Kraft erstrahlt. Also nimm wieder einen kräftigen Atemzug aus dem Inneren der Erde, zieh ihn hoch durch dein Wurzelchakra, durch dein Sakralchakra, durch deinen Solarplexus, durch dein Herzchakra, durch dein Halschakra, durch dein drittes Auge, die Zirbeldrüse und die Bereiche dahinter. Hoch in dein Kronchakra und die darüber liegenden Bereiche. Flute diese Bereiche und dein Kronchakra jetzt mit diesen Frequenzen. Und bemerke, wie dein Kronchakra jetzt anfängt sich zu drehen, wie alle Begrenzungen herausgeschleudert werden, je schneller, kraftvoller es sich dreht, wie es immer heller und heller wird und richtig golden leuchtet von innen heraus, so auch die oberen Bereiche, die darüberliegenden Chakren. Wie alle Begrenzungen, Verklebungen jetzt gesprengt werden und herausgereinigt werden. Und ich gebe dir auch hier einen Moment, um das richtig bewusst zu machen, mit deiner Absicht. Bemerke, wie dein Kronchakra anfängt zu blühen, heller und heller leuchtet, wie die goldenste Krone, die du jemals gesehen hast oder dir in deiner Vorstellung visualisieren kannst. Und bemerke deine Handflächen und deine Fußsohlen. Lass uns auch diese Bereiche fluten mit diesem Licht. Ziehe nochmal einen kraftvollen Atemzug in dich hinein, in deine Fußsohlen, durch dein Wurzelchakra, durch dein Sakralchakra, in dein Solarplexus und durch dein Herzchakra. Über das Halschakra, in dein drittes Auge und darüber hinaus in dein Kronchakra, oberen Chakren, über deine Arme, alle Nebenbereiche,
Energiezentren. Flute sie mit Licht und lass sie schwingen. Und bemerke jetzt, wie sich deine Chakren immer heller ausdehnen, leuchtender, kraftvoller werden. Mache das einfach in deiner Vorstellung. Wie sich diese Energiebälle jetzt vergrößern und ausdehnen, mit jedem Atemzug, den du tust, sich diese Energiebälle jetzt vergrößern, bis sie übereinander liegen, fast verschmelzen, wie einen Regenbogen. Dieser Regenbogen jetzt über dein Feld hinausziehen. Also stell dir vor, wie sich dieser Regenbogen um dich herum ausweitet, über dein ganzes Feld hinauszieht. Also ziehe diesen Regenbogen um dich herum, über dein Feld. Dehne deine Kraft aus, während du dich gut verwurzelt auf diesem Boden spürst, auf dieser schönen Wiese, auf der du stehst. Und vielleicht möchtest du deine Füße hin und her bewegen, um diese Erstarrung ein bisschen Flexibilität hereinzubringen. Und jetzt scanne noch einmal deinen ganzen Körper, Bereiche deines Körpers, die sich dumpf anfühlen, wo du das Gefühl hast, da ist noch etwas, vielleicht dein Nacken, dein Rücken, dein Bauch, Brustraum, vielleicht irgendwo an der Schulter, an den Armen, an den Beinen, an den Füßen, an deinem Kopf. Fokussiere auf diese Stelle. Bemerke, wie sich diese Verbindungen, diese Schnüre auflösen. Reinige diese Bereiche mit deinem Reinigungstool, mit deinem Schwamm. Oder Lappen, was immer du genommen hast, deinem Staubsauger. Das Göttliche ist immer einfach, also ist alles möglich, was du dir vorstellen kannst, was für dich wahrhaftig funktioniert. Und ich unterstütze dich dabei. Verschließe diese Bereiche mit einer goldenen Ummantelung. Bemerke deine Schultern und deine Wirbelsäule, wie du aufrecht stehst.
Und zum Abschluss visualisiere, wie du selbst in einem vierdimensionalen Dreieck stehst, also das vier Seiten hat, um dich herum, vor dir eine Linie, rechts von dir eine Linie ziehen, hinter dir links die Linien dann diagonal hochziehen über deinen Kopfbereich. Mache das auch mit diesem kraftvollen Licht. Also ziehe diese Linien. Und dort, wo die Spitze des Dreiecks zusammenkommt, visualisiere jetzt, wie wunderschönes, goldenes Licht aus der Quelle hineinfließt, das dich jetzt aufhüllt. In diesem Dreieck, das aufgefüllt wird mit diesen goldenen Frequenzen, mit Frequenzen von Liebe, Stärke, kraftvollem Sein, einem klaren Geist, einer klaren Ausrichtung, mit all diesen positiven Vibes, die für dich jetzt stimmig sind. Vielleicht möchtest du Freude hineinziehen, ein Gefühl von Geborgenheit und Trost, ein Gefühl von Liebe, Frequenzen der Gelassenheit. Frequenzen von wahrer Verbundenheit mit dir selbst, mit deinem höheren Selbst, mit der reinen Quelle allen Seins. Vielleicht ist da irgendetwas, das du benötigst für die kommende Zeit, das dir jetzt hilft, wenn du dich darin baden und nähren kannst. Also lass das hineinfließen mittels deiner Absicht durch die Spitze des Dreiecks. Und sieh einfach nach und nach, wie dieses Dreieck aufgefüllt wird, wie ein Behälter, der sich jetzt füllt, mit diesen Frequenzen, die du hereingeholt hast, bis zur Spitze. Und nachdem dieses Dreieck sich gefüllt hat, diese goldene Frequenz über die Dreiecksspitze hinaus, wie ein Ei um das ganze Dreieck herum, ein Kreis bildet, der dich umhüllt und ummantelt, der Abstand schafft zu anderen, damit du bei dir bist, bei dir sein und bleiben kannst, in deiner Kraft. Eine Art von Schutz. Damit du dich entfalten kannst, erblühen kannst. Ich werde noch einige Ausgleichungen machen. Spüre dich noch einmal. Wie fühlst du dich jetzt? Wir kommen zum Abschluss. Du kannst hier gerne noch etwas länger in diesem Raum bleiben, dich hineinspüren. Oder deine Augen öffnen, um dich herumschauen, zurückkommen. Bewusst in diesen Raum.
Wir sind nirgendwo gewesen, wir waren immer hier, präsent. Dieser Raum und diese Frequenzen wirken für dich weiter. In deiner Zeit, um dich zu stärken, nähren und unterstützen. Dir bei deiner Heilung und Transformation zu helfen. Und ich danke dir sehr, dass du hier warst mit mir und danke dir selbst, dass du diese Zeit liebevoll und fürsorglich in dich investiert hast. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon sehr auf dich.